Also entweder man macht etwas richtig oder man macht es gar nicht. Und wenn man etwas machen möchte, dann muss man es auch mit seinem größtmöglichen Einsatz, mit seinen besten Fähigkeiten machen. Sobald ich hier dieses Parkett oder diese Arena betrete, bin ich gut drauf. Weil ich weiß, ich will auch gut drauf sein, weil es meine Aufgabe ist, andere Leute dazu zu bringen, auch gut drauf zu sein. Defense! Defense! Das habe ich also schon mitgebracht, weil manchmal übersteuert's Gerät. Komm jetzt, auf geht's, come on! Das ist einfach ein Hallensprecher, der mitgeht im Spiel. Sehr gut, Thomas, sehr gut, Thomas! So stelle ich mir wirklich einen Hallensprecher vor, der brennt für Basketball, der auch Kompetenz hat. Ich meine, er ist ja auch Live-Kommentator und der gleichzeitig das Ganze aber auch fair macht. Super. Dann brüllt er so ins Mikro, dass kein Mensch mehr was versteht. Also gibt's andere, da schläft die Halle fast ein. Genau. Das hier schon spektakulär. Aber hier steht jetzt hier ein Mann hinter unserem Team. Steht auf für die Römer Strong Gladiators Trier! Basketball ist für mich die spannendste, athletischste und schnellste Sportart, die es gibt. Es gibt ja Hallensprecher, die einfach nur dafür da sind, die Ergebnisse durchzusagen und die offiziellen Durchsagen zu tätigen. Ich sehe mich da eher schon als ein Stück Einpeitscher oder derjenige, der dafür auch zuständig ist, zusammen mit den treuesten Fans, den Trommlern, dafür zu sorgen, dass die Mannschaft eine positive Stimmung bekommt und angefeuert wird und eine gewisse Euphorie einfach entstehen kann, wodurch dann auch die sportlichen Leistungen dann auch positiv beeinflusst werden auf dem Feld. In dem Moment, wenn du dann merkst, der Funke, der geht dann nicht nur von mir auf die Trommler, von den Trommler von mir, sondern aufs gesamte Publikum, auf rund 3000 Leute über, dann sind das immer noch Gänsehautmomente. Also das ist das, warum ich sage, das ist keine Arbeit, das ist Leidenschaft, Hobby und schön, dass es noch ein bisschen bezahlt wird. Everybody's got his own way, how to handle all the trouble life will put you through. Egal, ob man Sport im Fernsehen schaut oder Sport wahrnehmen will als Event in der Halle. Du möchtest in dem Moment deine Alltagssorgen vergessen und das ist genau das, was ich vermitteln möchte. Also, dass die Leute einfach hier 2 Stunden hinkommen können, sich voll identifizieren mit dem, was hier passiert, dass ich einen Teil dazu beitrage, dass jeder hier eine gute Zeit hat. Freunde haben zu mir gesagt, wenn du da stehst, du bist eigentlich so wie ein Kind, das sich über etwas freut. Und einfach in dem Moment freut einfach das Pure. Wichtig ist, dass die Leute merken, dass man das aus ganzem Herzen tut. Und ich tue das in dem Moment nicht für mich selber. Ich denke, dass es vielen, vielen anderen Leuten Freude bereitet. Well, everybody's bonfire's burning. We are burning. Ich bin eigentlich im Moment, habe ich meinen Kindheitstraum wahrgemacht. Ich bin Hallensprecher und Fernsehkommentator in der Sportart, die ich liebe. Mir geht's gut. Life.